geht ab, Leute, und hier. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen, nach dem Trigger-Fail, eine Nacht drüber geschlafen und wieder erholt. So, was soll ich sagen? Ich kann dazu echt nicht viel sagen. Das hat mich echt enttäuscht. Aber das Leben geht weiter. Und heute zeige ich euch meine ganzen Trigger-Versuche. Also die habt ihr schon gesehen, aber die Ausbeute davon. Und dann reden wir über die Arenen, die in München getriggert wurden und welche nicht. Und dann den Plan für die Zukunft. Ob wir nochmal triggern gehen werden und so, wir werden es sehen. So, wie viele Triggers habe ich genau gemacht? Kann man so nicht sagen. Weil am Samstag, Sonntag hatten wir noch eine kleine Raid-Tour. Samstag spontan. Das war eher so eine Trigger-Tour und dann haben wir halt die neuen Legendären mitgenommen, Kyoge. Und ein paar Gordons auch gemacht. Und dann am Sonntag eine richtige Raid-Tour. Video dazu folgt. Und da wird dann auch natürlich noch ein paar Arenen, ein paar Trigger gehen, wo halt dann zufälligerweise auch ein Firma-Raid drauf war, mitgenommen. So. Jetzt zeige ich euch erstmal meine Ausbeute. Dementsprechend habe ich bei 20 aufgehört zu zählen, weil danach die Legendären, die habe ich jetzt nicht mitgezählt, wo wir einen Legendären gemacht haben und der halt auf einer Trigger-Arena war. Und wo ich halt eine Arena schon mal gemacht habe, die habe ich jetzt auch nicht doppelt gezählt. Also Triggers, die ich zweimal auf derselben Arena gemacht habe oder häufiger, da habe ich nur eins jetzt gemacht. So. Was haben wir da? Von den ganzen Triggern wurden 4 ausgewählt in München, die eine Einladung bekommen haben. Deswegen, Leute haben wieder neue Theorien, welche Gebiete, welche S2 zählen, wieso nur 4, wieso hat es bei den anderen nicht funktioniert, dies, das. Wir können uns das auch mal genau anschauen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein Limit. Vielleicht haben die anderen Städte, nicht Städte, Stadtteile irgendwas falsch gemacht, irgendwas anders gemacht, ich weiß es echt nicht. Irgendjemand sollte das mal analysieren. Der Einzige, der da Erfahrung hat, eigentlich ich. Aber ich habe keine Zeit und keine Lust, um sowas zu machen. Aber schauen wir mal. So, wer hat alles eine Einladung bekommen? Hier, Shaper's Shelter in Hadern. Ich habe da einen Gengar gemacht und dann am letzten Tag auch noch ein Kyoge. Am letzten Tag, zur letzten Stunde, also relativ am Ende. Die meisten haben auch von dem letzten Raid eine Einladung bekommen. Also, so wie es aussieht, also alles nur Theorien. Alles ist random, alles ist Zufall, aber es gibt ein paar Theorien. Wie näher es zum Schluss, hallo, was geht ab? Wie näher es zum Schluss ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit anscheinend. Mehr Leute haben die Einladung von den Raids am Ende bekommen. Und ich habe den relativ am Anfang gemacht. Aber wie gesagt, ich habe auch das Kyoge am Ende gemacht und nichts bekommen. Was gab es dann noch? Bei der Feuerfackel am Platz der Opfer, da wo Riyad, unser Kollege, sein Mewtwo gefangen hat, bekommen hat mit Zanana, wo fast keiner gekommen ist. Da ist auch einer, da hat Kogai übrigens einen bekommen. Den haben wir auf der Raid-Tour gemacht, der war sehr überraschend, weil in der S2-Zelle war eigentlich ein anderer getriggert worden und der war richtig beliebt, da wurde echt oft geradet und der war eigentlich gar nicht auf dem Visier. Den haben wir jetzt nur auf der Raid-Tour mitgenommen. Dafür leider auch keinen bekommen. Dann Amphitheater im Ostpark wurde getriggert. Ostpark jetzt 5 EX-Einladungen bekommen, 3 davon mit Absicht getriggert. Also bei Ostpark läuft. Schwabing hingegen, 2 Versuche, keiner hat bisher funktioniert. Was ist da los, Schwabing? Und zwar war Amphitheater, da hat Savage eine bekommen. Da werden wir wahrscheinlich vorbeischauen mit ihm. Weil das Amphitheater ist echt krass. Das ist echt der perfekte Ort für Mewtwo. Falls ihr das Video gesehen habt, wir haben noch drüber Scherze gemacht, dass das echt der perfekte Ort für Mewtwo ist. Das war ein Machomai, das war Platz Nummer 19. Den habe ich unbewusst leider verschickt, dann direkt nach dem Trigger. Dann im Westpark gab es auch einen. Blend hier wahrscheinlich die Map ein, wo die ganzen Trigger sind mit den Einladungen. Im Westpark, und zwar das Hex oder der Hex. Da habe ich auch einen gemacht, auch einen legendären. Am Samstagabend war das. Wie gesagt, die legendären habe ich jetzt nicht mehr mitgetriggert, nicht mehr mitgezählt. Das war dann weit über 20. Ansonsten war es eigentlich dann noch ein paar Sachen weiter außerhalb, aber so weit raus bin ich nicht gegangen. Dementsprechend hier ein paar sehr nutzlose Raids gemacht, die ich eigentlich auch direkt verschicken kann. Brauche ich eigentlich nichts davon. Ah, einen Screenshot sollte ich noch machen. Screenshot für Facebook, Instagram und Twitter, folgt mir da. Ich
richtig künstlerischer Ort, so. Richtig so Trainertipp-Style. Der hängt auch immer in solchen komischen Sachen hier ab und dreht seine Videos mit seinen coolen Kamerawinkeln und so. Auf jeden Fall, das war's von mir erstmal. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Also ich leide, also gestern habe ich gelitten. Ich leide jetzt nicht so wie Reversal oder so und mach einen auf, ich mache jetzt Schluss oder so. Es geht weiter. Es gibt noch andere Sachen in Pokémon Go außer Mewtwo. Und irgendwann wird die Einladung schon kommen. Glückwunsch an alle, die eine bekommen haben. Ich gönn's euch. Konfuzius sagt Kopf Bambus. Konfuzius sagt auch, leidet nicht. Gönnt euch eure Mewtwo-Einladung, irgendwann wird die schon kommen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business. So, das war's eigentlich. Aber ich habe noch ein paar Themen, über die ich reden will, beziehungsweise reden soll oder sollte, weil mich ein paar Leute darauf angesprochen haben. Erstens, ich habe echt viele unnötige Raids gemacht. Und wie sieht's mit der Zukunft der Trigger aus für mich? Ich werde diese Woche nicht so hart triggern, aber ich gebe es noch nicht auf. Ich werde halt meinen täglichen Pass irgendwo los auf einer Arena, die getriggert werden sollte. Aber ich achte darauf, dass ich da echt nur Raids mache, die ich brauche. Flunkiefer, einziger Level 2er, Absol, vielleicht Galaxo und Lapras, weil ich da noch 100er brauche. Ansonsten echt nur Legendäre, weil diesen Müll tue ich mir auf jeden Fall nicht noch eine Woche an. Dann gibt es noch zwei Themen, die ich ansprechen will, und zwar Reversal. Er hat jetzt eine Einladung bekommen. Nachdem er so rumgeheult hat, dass er einen Trigger gemacht hat und für diesen einen Trigger keine Einladung bekommen hat, hat er so hart rumgeheult. Und dann hat er zufälligerweise beim nächsten Mal, obwohl er ja Pause gemacht und eigentlich nicht spielt und nicht raidet, hat er trotzdem eine Einladung bekommen von Niantic. Zufall? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich werde nicht so rumheulen wie Reversal. Ich ertrage meine Leiden wie ein Mann. Ich stehe einfach auf und mach weiter. Da gibt es kein Rumgeheule, da gibt es kein Niantic Distrack, auch wenn die echt einen Haufen Scheiße da produzieren mit den EX-Einladungen. Also auf jeden Fall kein Rumgeheule wie Reversal und auch kein Distrack gegen Niantic und ihr dummes System. Das zweite ist, so eine kleine Verschwörungstheorie, was ich ganz lustig finde. Und zwar, die einzigen, die von diesen Triggern wirklich profitieren, sind Niantic. Schaut mal, wie viele Raids ich gemacht habe und was für unnötige Raids. Und sogar Savage hat seinen Guthaben aufgeladen und dann hat er echt eine Menge Raids gemacht. Und dann gibt es halt diese Verschwörungstheorien, dass Niantic das auf Reddit und so verbreitet hat mit den Triggern, damit die ganze Stadt, und er stimmt halt auch, wie viele Leute unterwegs waren. Also die Pässe und diese ganzen Boxen mit den Pässen, die sind dieses Wochenende bestimmt wie warme Semmeln weggegangen. Also schon eine interessante Theorie. Und wer weiß, vielleicht hat Niantic mich ja auch beauftragt und mir ein bisschen Geld zugesteckt, damit ich die ganze Sache mit den Triggern da verbreite. Mehr kann ich nicht sagen. Glückwunsch an alle, die eine Einladung bekommen haben. Mein Beileid an alle Mitleidenden, die bisher so wie ich auch noch keine Einladung haben. Gibt sich auf. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Checkt mein Instagram, Facebook und Twitter ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.